Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute zeige ich euch, wie ihr eine schöne, bunte Boho oder ethnische Halskette machen könnt. Die Idee ist mir vor einigen Tagen gekommen, als ich wieder einmal Ordnung in meinem Hobbyraum machte und gemerkt habe, wie viel Restgarne ich habe, die für größere Projekte nicht reichen, aber trotzdem verwertet werden müssen. Das Projekt ist sehr einfach und für jedermann gedacht. Also meine Halskette habe ich aus einer 100% Baumwolle gemacht. Ihr könnt aber auch eine Acrylwolle verwenden. Hauptsache, sie ist nicht zu dick. Ich würde sagen, maximal mit einer Häkelnadel der Stärke Nummer 3 zu verarbeiten, wie ich es hier gemacht habe. Den Kordel der Halskette habe ich aus einer Luftmaschenkette gemacht. In meinem Fall 120, die wir dann hinten oder verknoten oder mit einer Masche zumachen. Ihr könnt aber auch, sollte euch die Luftmaschenkette nicht gefallen, ein dünneres Band verwenden. Am Ende habe ich dann auf beiden Seiten Holzperlen angebracht, zwei größere und drei kleinere. Das ist auch jedem seinem überlassen. Ihr könnt die Kette auch ohne Holzperlen lassen. Und jetzt schauen wir, was wir für unsere Kette brauchen und können dann mit unserer Anleitung starten. Also unsere ganzen Restgarne, dann brauchen wir die Häkelnadeln. Ich habe eine Häkelnadel der Stärke 3 verwendet. Wir brauchen noch eine Schere, eine Wollnadel, wer möchte eben Holzperlen. Und wer den Kordel nicht aus einer Luftmaschenkette machen will, wird sich ein Band besorgen. So, wir holen jetzt unsere erste Farbe zur Hand. In meinem Fall werde ich mit einer Rosa beginnen. Wir machen zuerst einen magischen Ring und drei Steigeluftmaschen. 1, 2 und 3. Diese drei Steigeluftmaschen stehen für unser erstes Stäbchen. Jetzt werden wir im Kreis weitere 14 Stäbchen machen, sodass wir am Ende eine Anzahl von 15 Stäbchen haben. Ich hole den Faden auf die Nadel, gehe in den Kreis hinein, hole mir den Faden, ziehe diesen durch. Drei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole den Faden, masche die ersten beiden Schlingen ab. Es bleiben zwei Schlingen. Ich hole den Faden und masche die letzten beiden Schlingen ab. Und so haben wir ein Stäbchen gemacht. Faden auf die Nadel, in den Kreis, hole mir den Faden, ziehe diesen durch, drei Schlingen. Ich masche die ersten beiden Schlingen ab und dann die letzten beiden. Jetzt haben wir zwei Stäbchen und die drei Luftmaschen, die für unser Stäbchen stehen, also insgesamt drei Stäbchen. Wir machen das vierte, das fünfte, das sechste, siebte, achte, neunte, das zehnte, 11. 12. 13. 14. und das 15. Und wenn wir dann unsere 15 Stäbchen gemacht haben, ziehen wir zuerst am Anfangsfaden fest, dass sich unser Kreis schließt. Allerdings sind wir vorsichtig, dass wir den Kreis nicht ganz schließen, sondern eine kleine Öffnung lassen, dass wir dann mit der Nadel durchgehen können. Wir lockern unsere letzte Masche, schneiden dann den Faden ab, ziehen den Faden durch, holen uns jetzt unsere Nähnadel zur Hand und werden die Runde so abschließen, dass wir einen sauberen, schönen Abschluss haben. Also hier haben wir unsere drei Luftmaschen, die überspringen wir. Wir gehen über das erste Stäbchen,
In beide Maschenglieder ziehen Nadel und Faden durch. Dann gehen wir auf das letzte Stäbchen, das wir gemacht haben, allerdings nur ins hintere Maschenglied, ziehen auch hier Nadel und Faden durch und dann ziehen wir vorsichtig hier diesen Faden. Und wie ihr sehen könnt, haben wir einen schönen Abschluss gemacht. Jetzt gehen wir auf die Rückseite, vernähen zuerst diesen Faden, indem wir die Nadel durch einige Maschen durchziehen, den Faden dann abschneiden und dann vernähen wir uns auch den Anfangsfaden. Den ziehen wir hier rundherum durch. Wie gesagt, allerdings wird aufgepasst, dass wir den Kreis, das kleine Löchlein hier nicht ganz schließen. Dass wir dann mit der Nadel durchgehen können. Und jetzt schneiden wir auch diesen Faden ab. Und fertig ist unser kleiner Kreis. Und das ist auch alles, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt einige von diesen Kreisen machen, mit jeder Farbe. Also auf meiner Halskette habe ich hier 55 Kreise befestigt. Wer die Halskette größer will, wird mehrere Kreise machen. Wer die Kette kleiner will, wird mehrere weniger Kreise machen. Entschuldigung. Wir werden jetzt diese Arbeit machen und dann, wenn wir einige Kreise gemacht haben, werden wir uns wiedersehen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich einige von diesen Kreisen gemacht. Ich habe 9 verschiedene Farben gemacht und von jeder Farbe 10 von diesen Kreisen, die ich allerdings nicht alle für die Kette verwende, aber ich möchte dann in einem zweiten Moment auch ein Armband daraus machen. Also jetzt müssen wir zuerst den Kordel für unsere Kette machen. Dazu nehme ich mir ein blaues Garn in diesem Fall, lasse den Faden etwas länger, mache dann einen Anfangsknoten und werde jetzt meine Luftmaschenkette machen. Wie gesagt, insgesamt sind es in meinem Fall 120 Luftmaschen. Und wenn ich dann meine Luftmaschenkette gemacht habe, lasse ich auch am Ende den Faden etwas länger, fädle dann den Faden in die Nadel und beginne mit meiner Arbeit. Ich hole den ersten Kreis, die rechte Seite schaut nach mir, sodass wir die rechte Seite in der Kette einfädeln, dass sie dann nach außen sieht. Und was mache ich? Ich gehe mit der Nadel durch diesen Kreis, durch dieses kleine Löchlein in der Mitte durch und ziehe meinen Kreis durch. Dann hole ich die nächste Farbe und mache hier dasselbe. Ich werde die Farben unter ihnen mischen. Die Arbeit, wie ihr seht, ist ganz einfach. Wir holen uns den nächsten Kreis, ziehen ihn durch. Und das werden wir jetzt machen, wie gesagt, in meinem Fall, bis ich 54 von diesen Kreisen aufgefädelt habe. Insgesamt werde ich 55 auffädeln, aber ich zeige euch, wie wir den letzten dann befestigen. Und damit auch der letzte Kreis mit der schönen Seite nach auswärts zieht, werde ich diesmal den Kreis mit der verkehrten Seite zu mir nehmen und den Kreis dann durchziehen. So haben wir hier auf beiden Seiten die schöne Seite, die nach auswärts sieht. Jetzt haben wir unsere Kette, wie gesagt, fast beendet. Wer will, kann die Kette so lassen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier meine 2 größeren Holzperlen auf einer Seite und dann auch auf der anderen Seite einfädeln. Zuerst die 2 größeren, dann werde ich 3 kleinere von verschiedenen Farben durchziehen.
Das gleiche mache ich natürlich jetzt auch auf der anderen Seite. Und wenn wir dann auch unsere Perlen aufgefädelt haben, ist unsere schöne Halskette auch schon fertig. Hinten werden wir sie dann mit einem Knoten und oder mit einer Masche befestigen. Ich finde es eine tolle Anleitung, auch als Geschenksidee, überhaupt für den Sommer zu tragen, an den schönen Abenden. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder.